Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, schauen wir jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir das Krypto-Kollektiv-Set, das neu ist, mit dem Hexperte-Skin und der Code-Hacke. Das ist alles in diesem grünen Hacker-Look gehalten. Dann haben wir als nächstes die Skins von gestern. Einmal den Hasenwolf, der ja einen reaktiven Stil hat. Und dann kann man beide von den reaktiven Stilen auch nochmal einzeln auswählen. Wenn man auf der Spitzhacke ist, hat man nämlich immer den Stil. Und wenn man auf eine Waffe wechselt, hat man, glaube ich, immer den Neonwolf-Skin. Selbe ist natürlich bei der männlichen Version, hier auch bei das Neon-Lama, während man auf der Spitzhacke ist, und Neon-Löwe, während man auf der Waffe ist. Ist auf jeden Fall eine nice Funktion. Bei der Neon-Tier-Lackierung steht leider nicht, was hier dran reaktiv ist. Die ist auch reaktiv, aber man sieht hier eben halt nur die Animation. Und auch wenn man hier Waffeneffekt auslösen klickt, passiert eben halt nichts. Deshalb weiß ich nicht, was daran reaktiv ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Dann haben wir als nächstes den Raptor-Skin mit dem Schimmer und den Standardstil, weibliche Version Velocity, dem Sturmbomber-Gleiter und die Party-Level-Spitzhacke. Dann haben wir doppeltes Spiel, den Armadillo-Skin. Ich glaube, der war schon seit mehr als 300 Tagen nicht mehr im Shop. Ist tatsächlich sehr, sehr lange her. Dann haben wir die Inselstimmung-Musik bzw. Inselstimmung-Emote. Und heute neu die Code-Grüne Lackierung, wieder im gleichen Stil. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Und dann haben wir als nächstes den Rückpaddler-Emote. Und dann den Disco-Fieber-Emote. Ganz klassisch natürlich. Fortnite Oldschool, zumindest für mich. Ich habe zu den Zeiten begonnen, wo der Emote reingekommen ist. Und ich glaube, das ist auch ein relativ klassischer Emote, so für Fortnite. Das war's dann auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.